Mit Halo Wars 2 und Halo 6 in der Produktion haben wir schon einmal zwei Halo-Titel, auf die wir uns in den kommenden Jahren freuen können. Zudem vermute zumindest ich, dass wir nächstes Jahr auch noch Halo 3 Anniversary bekommen könnten. Wir alle hier bei SICK hatten wirklich sehr viel Spaß mit den beiden bisher erschienenen Remakes von Halo-Klassikern. Jedoch schwärmen wir auch oft von Halo-Spielen, die wir gerne zocken würden und zumindest vom Setting her sehr cool fänden, wenn sie denn je gemacht würden. Denn so cool der Chief auch sein mag, es gibt im Halo-Universum sehr viel mehr coole Geschichten zu erzählen und viele davon verdienen zumindest unserer Meinung nach sogar ihr eigenes Spiel. Ein paar dieser Ideen möchte ich euch nun im folgenden Video näher bringen und euch auch einladen, gemeinsam mit uns weiter ein wenig zu träumen bzw. wild zu spekulieren. Harvest has gone dark. Die erste große Schlacht zwischen der Menschheit und der Allianz. Zu dieser Zeit war die Allianz für die Menschheit noch ein Riesenmysterium und ganz schön bedrohlich noch dazu. Ich spreche hier von einem ähnlichen Gefühl, das auch Halo Reach bereits vermittelt hat. Wenn ihr nicht genau wisst, was ich meine, lasst diese Szene von Halo Forward Unto Dawn nochmal auf euch wirken. Im erbitterten Krieg auf Harvest, ein Team der ersten Generation von Spartans, wie zum Beispiel Sergeant Johnson, zu spielen, ist einer der ersten Gedanken, die ich bekomme, wenn ich über Halo Harvest nachdenke. Oh, I know what the ladies like. Keine Mjolnir-Panzerung, aber der eiskalte und nackte Kampf ums Überleben gegen die Allianz. Dazu noch ein paar coole One-Liner von unserem besten Sarge aus der Bungie-Trilogie. Bam, there you go. Falls es kein normaler Shooter werden soll, könnte ich mir hier auch noch gut einen Taktik-Shooter vorstellen. Johnson befehligt diverse Squads an Marines im Kampf gegen die Allianz. Man muss Scharfschützen taktisch positionieren und auch das ein oder andere Mal nachdenken, bevor man das erste Mal das Feuer eröffnet. Halo Harvest. Krieg. Gegen die Allianz. Buck, Romeo, Dutch, Mickey, Rookie. Ein Team aus ODSTs. Das kombiniert mit ein wenig Regen und leicht depressiver und doch lauschiger Jazzmusik hat gereicht, um Halo 3 ODST zu einem wirklich spannenden und mal etwas anderem Halo zu machen. Man ist kein Spartan. Man hat keine Schilde. Und sucht als Rookie nach einem missglückten Absprung à la Sherlock Hinweise auf sein Team. Findet man einen dieser Hinweise, spielt man die Erinnerung eines der Teammitglieder nach. Dadurch erhält die Geschichte von Halo 3 ODST eine ganz andere Dynamik und erzählt eine ganz andere Geschichte als alle anderen Halo-Titel. Genau das wollen wir wieder sehen. Eine Geschichte, die anders erzählt wird. Aus der Perspektive eines im Vergleich zu einem Spartan etwas normalerem Soldaten. Und dieser Soundtrack. Gott. So einzigartig. Und so schön. Als ODST wieder durch die Nacht streifen. Das wäre wirklich cool. Für mich muss es nicht zwingend das Squad aus dem ersten Teil sein, weil ihre Geschichte bereits in Büchern weitererzählt wurde und Buck, wie wir alle wissen, ein Spartan geworden ist. Aber allgemein wieder als ODST zu spielen, wäre schon ziemlich cool. Wer sich die Terminals von Halo 4 damals angesehen hat, erfuhr dort mehr über die Geschichte der Blutsväter. Man erfuhr, dass es bereits vor dem Zünden der Ringe Menschen gab. Menschen, die auch hier eine raumfahrende Spezies waren. Die Menschheit versuchte, die auch damals schon vorhandene Flood zu bekämpfen und die Kontaminierung einzugrenzen. Deswegen zerstörten die Menschen einige bereits kontaminierte Welten der Blutsväter. Der Didaktiker fasste dies allerdings als ein Akt des Krieges auf. Und so begann der Krieg zwischen der Menschheit und den Blutsvätern. Ich finde die Geschichte des Halo-Universums vor dem Zünden der namensgebenden Ringe total interessant. So viele Ereignisse, die beleuchtet werden können. Definitiv ein eigenes Spiel wert, das der Reihe eine neue Dynamik verleihen würde. Als Forerunner oder als Ancient Human zu spielen, mit weitgehend abstrakten Waffen, Schiffen und generell einem ganz anderen Design der Menschheit, wäre schon äußerst cool.
Zudem hat 343 bereits Waffen und Schiffe etc. für die Forerunner designt. Dementsprechend wäre es gar nicht mal allzu abwegig, darüber nochmal nachzudenken. Also los, Frankie! Los! Los, Frankie! Los! Das von uns wohl am sehnlichsten erwünschte Spiel. In Halo 2 haben wir als Gebieter gespielt und in Halo 3 stand uns Thal Vadam immer als treuer Kumpan zur Seite. In Halo 5 ist er nun wieder da. Doch würde uns zumindest sehr interessieren, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Was hat der Arbiter nach Halo 3 gemacht? Was, als Shroom Dama an die Macht kam und sich eine neue Allianz bildete? Als er die Swords of St. Helios vereinigte und sich für die Freiheit seines Volkes einsetzte? Wie genau ist das alles abgelaufen? Das würde uns alles sehr interessieren. Eliten waren schon immer eine coole Rasse und verdienen definitiv ihr eigenes Spiel. Zudem könnte man das Ganze wie damals auch Odys Team mit einer nicht ganz neuen, sondern einfach mit der Engine von Halo 5 entwickeln. Zack, fertig. Los, 343, tut es! Tut es! Tut es! Eliten gewinnen! Das waren ein paar kleine Ideen, die wir für Halo-Spiele abseits der ganzen Geschichte um den Master Chief haben. Was man bei den ganzen Spielen alles für Multiplayer-Modi machen könnte, steht noch in den Sternen, aber wenn nur einer davon so viel Spaß macht wie ODST's Firefight, hat sich die Sache schon gelohnt. Wir glauben aktuell ja nicht daran, dass 343 in den nächsten Jahren etwas anderes machen wird als Halo Wars 2, Halo 6, Halo 3 Anniversary und vielleicht ein neues Spartan Assault. Oh yeah. Wenn Halo 6 allerdings draußen ist und 343 die alte Trilogie komplett als Remakes released hat, wird die Hoffnung schon größer, dass eventuell nochmal ein paar andere Ableger der Reihe erscheinen, die vielleicht etwas experimenteller sind. Was allerdings genau passieren wird, wissen wir nicht. Habt ihr selbst noch ein paar coole Wünsche an Titeln, die ihr schon immer mal sehen wolltet, oder habt ihr noch ein paar andere Ideen für die Titel, die wir hier bereits genannt haben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ansonsten war es das von uns. Haut rein, bis zum nächsten Mal.